Peter Stöcker, jetzt im Interview bei Christian Dindorfer. Lange wurde gezittert hier in Wiener Neustadt, ob gespielt werden kann. Peter Stöger, der Trainer, hat natürlich die Situation rund um die Platzverhältnisse ganz genau beobachtet. Wie optimistisch hat sie schon die Entwicklung der letzten Tage gestimmt, dass gespielt werden kann? Ja, ich denke, für diese Temperaturen und für diese Jahreszeit am Anfang Februar, es ist tiefster Winter, glaube ich, haben unsere Leute das Optimum rausgeholt. Das ist jetzt dann nicht unbedingt wird auch nicht leicht zu spielen sein, das ist auch klar, aber ich glaube, es ist die beste Grünfläche im Umfeld und ich muss meinen Leuten mit Nasi Fiegel gratulieren, sie haben tolle Arbeit gemacht. Es heißt ja, je schwieriger der Boden, umso einfacher ist es unter Anführungszeichen für den Außenseiter. Sehen Sie da heute leichte Vorteile? Na, das glaube ich jetzt so nicht. Wir sind auch eine Mannschaft, die von den Spielertypen her so aufgestellt ist, dass wir Fußball spielen wollen. Also da sehe ich jetzt nicht so die großen Vorteile für uns. Wir wollen schauen, dass wir ein attraktives Spiel machen. Wir wollen Rapid auch ganz einfach fordern. Aber ich sehe da jetzt nicht so einen riesigen Vorteil. Wir haben zweimal drauf trainieren können. Und dafür hat Rapid, weiß ich nicht, drei Wochen auf einem normalen Rasen wunderbar trainieren können. Ich glaube, es ist eher die Frage, wer kann sich besser auf das einstellen, wer ist bereit da mit Problemen zu kämpfen, wer ist da positiver drauf eingestellt. Meine Mannschaft ist gut aufgestellt. Danke. Bitte. Ja, und was hat Peter Schöttl hier in Wiener Neustadt zu bieten? Wir schauen einmal auf seine Startformation und sehen zwei Überraschungen, nämlich Boris Prokopitz und auch Deni Alar in der Startformation. Überrascht dich das? Nein, weil ein Trainer hat in der Vorbereitung Zeit genug zu schauen, welche Spieler sind körperlich am weitesten, am fittesten, was für System gehe ich an, Platzverhältnisse. Ich glaube, der Peter Schöttl hat in seinen Augen die beste Mannschaft gestellt. Darum sollten wir nicht überrascht sein, wenn ein Spieler einmal spielt. Und Peter Schöttl hofft natürlich auf einen gelungenen Saisonstart hier in Wiener Neustadt, jetzt beim Interview. Der braun gebrannt hier aufgetaucht ist in Wiener Neustadt, ist der Rapid-Trainer Peter Schöttl. Die Sonne noch im Herzen, im Gesicht haben sie es vom Trainingslager in Portugal. Genau so ist es, aber wir sind jetzt doch schon am vierten Tag da und das ist für das heutige Spiel, kann das keinerlei Ausrede sein. Es wurde lange spekuliert, ob gespielt werden kann. Wie zufrieden sind Sie mit den Platzverhältnissen? Inwieweit ist es okay, dass gespielt wird? Ja, ich denke, dass es okay ist. Also man sieht, dass sie sich wirklich sehr, sehr angestrengt haben, dass sie die Partie durchbringen. Er ist natürlich hart, der Platz, aber er ist sehr eben und er ist nicht gefroren. Deswegen denke ich, dass es absolut regulär ist. Wie schwierig und wie spannend ist es gerade zum Neustart jetzt im Frühling, die Mannschaft richtig einzuschätzen? Ich denke, dass das für jeden Trainer schwierig ist. In Wahrheit weiß man nicht genau, wo man steht. Man weiß zwar, dass man in der Vorbereitung gut gearbeitet hat, aber ja, was dann im Ernstfall dabei rauskommt, das wissen wir erst in zwei Stunden. Ja, es wird ein Kaltstart für beide Teams hier in Wiener Neustadt. Frenke, was erwartest du dir? Welcher Motor wird früher anspringen? Ich hoffe, der Motor von der Mannschaft, der am meisten fußballerisch Probleme lösen will. Ich erwarte mit zwei kampfstarken Mannschaften, die sich nichts schenken werden. Ich hoffe, dass wir gesund alle wieder vom Platz gehen. Auch wir, mit die Ohren meine ich, weil sie sind so kalt. Und ich hoffe einfach, dass die Zuschauer ein Spektakel sehen von den Toren her. Weil man muss schon so ehrlich sein, das muss man die Spieler lassen. Ein großartiges Fußballspiel kann auf so einem Boden nicht echt entstehen. 2008 hat Rapid zum letzten Mal das Frühjahrsauftaktspiel gewonnen und 2008 sind die Rapidler auch zum letzten Mal Meister geworden. Schauen wir, was sie heute hier in Wiener Neustadt zusammenbringen. In Kürze meldet sich Ihr Kommentator und das ist Thomas König. Herzlich willkommen, schönen Nachmittag hier aus Wiener Neustadt. Der Kühlschrank hier zwar nicht abgetaut, aber befüllbar mit Bundesliga-Fußball. Und zudem gesellt sich gleich der Tabellenführer in und Rekordmeister in Grün-Weiß. Ja, nachdem man gestern also beim Verfolger, beim ersten Paris, einen kleinen Push bekommen hat, es da keine Punkte gegeben hat, hier also die Chance, sich vielleicht schon wieder was abzusetzen, ein bisschen Boden gut zu machen. Aber es wird eine schwere Aufgabe hier in Wiener Neustadt. Der Boden knallhart. Es ist bitterlich kalt hier, es weht ein bisschen so ein kleiner Wind durch, der macht das Ganze noch kälter. Statt minus 4 gefühlte vielleicht minus 10, minus 15 Grad. Aber Manuel Schüttengruber hat das alles nochmal kontrolliert. Zwei Stunden vor dem Spiel, alles in Ordnung, es geht. Peter Schöttl
Peter Stöger, man kennt sich gut aus gemeinsamen Zeiten bei Rapid. 2,5 Jahre haben die beiden gemeinsam gespielt, waren gemeinsam Meister 1996. Ein Meistertitel, der für Rapid in diesem Jahr fast schon eine kleine, Anführungszeichen, auch Sensation wäre mit der Mannschaft, mit dem Umbau im Sommer und jetzt gar nichts dazugeholt. Zwei junge Talente von den Amateuren hochgeholt mit Vidra und Grosjorek, die sitzen beide heute auch auf der Bank. Aber Salihi abgegeben und nichts Prominentes dazugekommen. Und dazu dient natürlich Red Bull Salzburg ideal als sozusagen Vorgeber in Richtung, wer ist der große Favorit, wer muss Meister werden. Die Aufgabe, die gehört den Salzburg und alle anderen können sich da ordentlich abputzen. Aber im Augenblick haben die Rapidler die Nase vorn. Ja, und Wiener Neustadt mit gutem Polster, 12 Punkte gegen den Abstieg. Das ist das erklärte Ziel, 40 Punkte. Das wäre so die Idealvorgabe, der Punkteschnitt im Herbst, der würde locker reichen dazu. Und man war stets ein unbequemer Gegner, hat gegen alle Großen, gegen alle noch Titelfavoriten, die im Rennen verblieben sind, gepunktet. Und hier in Wiener Neustadt immer ganz besonders. Und heute natürlich auch ein Thema, wer kommt besser klar mit diesen widrigen Verhältnissen. War noch ganz lustig, noch mit den beiden Trainern gefragt, wer war denn eigentlich früher als Spieler besser bei den Verhältnissen, sagt der Stöger. Ich war nie gut, wenn es kalt war, sagt der Schöttl. Ich war, auch wenn es warm war, nicht immer gut. Also bescheiden, geflaxt, eine Bescheidenheit, die beiden Clubs wahrscheinlich auch ordentlich was an Geld erspart, keine utopischen Forderungen, Nachverstärkungen, alles sind wirklich die Aufgaben, die sind klar verteilt. Das ist die einzige Neuerung. Eher Christoph Saurer gekommen von eben Rapid, dort hat er genau einen Einsatz gehabt, nämlich gegen Wiener Neustadt beim 2:0 Erfolg im zweiten Spieltag hier in Wiener Neustadt, war ein Last-Minute-Sieg in der Nachspielzeit, zur Erinnerung. Nuhio in der 92. und Drazen in der 94. damals Siegtorschützen für die Hüttenhofer. Leidenschaft ist heute gefragt, Kampfgeist, und Frank haben auch gehört, also Zauberfußball bei diesen Verhältnissen schwer zu erwarten. Man hat gemeint, so der Rasen ähnlich wie die ersten Kunstrasenplätze. Also unten der Beton gerade angemischt und drüber ein bisschen was zwischen Teppich und Kunstrasen. Ganz so eben ist es nicht. Die Sand- und Quarzsand-Einflüsse, die es hier gegeben hat, die man geschickterweise hier gut versteuert hat, die sorgen dafür, dass es so ganz leichte Unebenheiten gibt, wo die Stollen Fußballschuhe besser greifen. Und so soll das hier zumindest kein Rutschfestival geben. Aber schauen wir mal. Gatzer. Burgstaller gegen seine ehemaligen. Gatzer. Und dann Mario Pollermann. Solo Spitze heute in der Mannschaft von Peter Stöger, nicht wie vielleicht erwartet Serkan Civci von den Rapid Amateuren im Sommer gekommen ist, sondern eher 1,19 Meter. Daniel Ruschkalo, der 21-jährige Kroate. Bauchentscheidung hat Stöger gemeint. Vielleicht auch ein bisschen viel, wenn man hier zum Auftakt gegen die ehemaligen Vorbilder Wien auflaufen muss, aber Innenverteidigung mit Pichler, Sondleitner, Xkatzer auf der anderen Seite drüben, Schimpelsberger. Ja, war ein Foul dabei. Deutlich zu spät hier. Harald Pichler gegen Ruschkalo.
Kolhammer. Noch einmal Pohlhammer. Also mit der Standfestigkeit funktioniert bisher ganz gut bei Wiener Neustadt. Immer noch Pohlhammer. Dann erster Schuss von Christoph Saurer in der Liga für seinen neuen Arbeitgeber. Früher stark gespielt beim LASK, so hat er sich qualifiziert für Rekordmeister, aber da ist es nichts gewesen. Zuerst auch Schwierigkeiten mit den Fans, für ihn als Ex-Austrianer auch, und jetzt hier vielleicht Neustart für einen technisch beschlagenen Spieler wie Christoph Saurer. Kleiner Schubser mit dabei vom neuen Kapitän, von Wolfgang Klapf, der die Schleife von Simkovic übernommen hat. Routinierteste Spieler hier in der Startformation von Wiener Neustadt. Ja, jetzt kommt Hoffmann. Tratan, Katza. Ah, ganz gut getimt. Fein gemacht. Jörg Siebenhandel. Also nach den ersten paar Minuten hier könnte man schon meinen, Platz ganz gut bespielbar. Eine Froststaubwolke meist dort, wo die Spieler auftreten, wo der Ball hinspringt. Fein, Hoffmann. Gegen Geburtstagskind Michael Schimpelsberger, der heute 21 Jahre alt wird. Ein bisschen aufpassen muss. 4 gelbe Karten hat er schon zu Buche stehen. Das nächste Spiel ist das Derby am Samstag gegen die Austria. Auch da möchte er mit dabei sein. Also gut, Zurückhaltung hier angebracht. Aber in diesem Fall war er ja das Opfer. Vorbelastet ansonsten in der Startformation der Hütteldorfer niemand. Nuhio hat auch noch 4 gelbe, aber der sitzt vorerst draußen. Prokopitz. Und der Abfangjäger Stanislav in einer 4-1-4-1-Formation bei Wiener Neustadt. Alla. Pohlhammer. Oh, jetzt fällt links jemand. Hat ein bisschen Entschlossenheit auch gefällt bei Wiener Neustadt. Es wird alles relativ weit hinten tief. Position bei Wiener Neustadt. Und da ist Bruschkoloda ordentlich auf sich alleine gestellt.
Aber zuerst einmal hinten absichern. Mal schauen, was hier geht. Pichler, schauen Sie. Einer mit kurzen Leibern ohne Handschuhe. Hartgesottener Tiroler Bursche. Der Rest, so gut es geht, mit Wärmeschutztextilien unterwegs. Das ist okay, ihr früher Mann. Natürlich ein Foul, aber das ist verschmerzbar, auch wenn das der Röhe wirklich knallhart ist. Man muss sich das vorstellen, vielleicht ein, zwei Millimeter, was die Grasnarbe, die erste Oberfläche hier nachgibt. Und da ordentlich durchgefrostet der Rasen hier in Wiener Neustadt. Burgstaller. Neun Spieler tief hinten bei Wiener Neustadt und die Räume dicht, nur vorne Burschkalo. Und so gibt es bisher noch weit und breit keine Gefahr gegen seine Mannschaft. Schüttelsteam wohl schon mit mehr Ballbesitz, mit mehr Akzenten nach vorne, aber Highlight-Szenen noch null Meldung hier. Schauen wir einmal, Jörg Siebenhandl als im Tor, Viererkette mit Klapf, Marc Madl und mit Andreas Schicker. Stanislav, der Mann, der vor der Viererkette aufräumt, dann Pollhammer, Wolf, Saurer, Evseev und von eben Prischkalo. Rapid, Königshofer, Katzer, Pichler, Sonnleitner, Schimpelsberger in der Abwehr, dann Prokopic, Heikkinen, 7 16 und die 8 in der Sechserrolle, Drazan, Hoffmann und Allah statt Trimmel, der auch Grippe geschwächt heute gar nicht auf dem Plakett steht. Der Offensiv, Mittelfeldreihe und ganz vorne drin im Burgstaller. Ja, die leidige Geschichte mit den verpatzten Startspielen ins neue Jahr bei Rapid, die ist ja schon hinlänglich bekannt. Zuletzt dreimal in Folge verloren, den letzten Sieg, wie gesagt, den gab es 2008. Und damals hat es dann auch mit dem Meistertitel geklappt. Und diese Partie ist nicht nur wichtig wie jede andere, weil es drei Punkte gibt, sondern auch schon Blickrichtung, rasch Rhythmus finden für die anstehenden Aufgaben. Und die sind wirklich happig bei Rapid. Als nächstes das Derby, dann in Graz gegen Sturm, dann daheim gegen Ried und dann auswärts in Salzburg. Also die nächsten vier Runden, die haben es dann schon knackig in sich. Ah, da war noch oben eine Hand dabei. Prokopic trifft da Andreas Schicker. Ah, ganz sauber war das nicht. Die Notwendigkeit, da irgendwie den Ellbogen noch hochzuziehen, die war weiß Gott nicht gegeben.
Also war bisher eigentlich kein Grund, da wirklich schon irgendwie übertrieben hart zu Werke zu gehen. Vokopitz nach einem harten Foul an Margreiter im Derby damals ausgeschlossen und danach nur noch zwei Kurzeinsätze absolviert. Heute erstmal seit langer Zeit wieder in der Startformation. Aber genau solche Dummheiten darf man sich nicht erlauben. Heikkinen. Vokopitz. Ja, da stehen sie alle tief, auch Buschkalova jetzt mit hinten. Burgstaller. Das bringt zumindest einmal Steffen Hofmann an die Eckfahne. An. Ah, da versucht er sich ein bisschen vorbeizuschwinden, Burgstaller an Matthias Mark, aber das war noch zu wenig. So, schauen wir noch einmal. Die Hand ein bisschen draußen, aber gut, hinterm Rücken war jetzt nicht weiter was zu sehen. So würde ich meinen. War wirklich zu wenig. Jetzt haben wir es noch einmal. Nein. Also volle Konzentration in dieser ersten Viertelstunde bei Wiener Neustadt, dass da hinten ja nichts anbrennt. Burgstaller. Und dann Drazan. Jörg Siebenhandel ist noch da mit den Fingern dran. Auf einmal war da hinten die Ordnung völlig verloren, schon beim Schuss von Burgstaller. Und dann mit Ballglück kommt hier noch Drazan heran und dann prima Reflex von Jörg Siebenhandel. So, Hoffmann, der erste Versuch war gar nichts. Das ist besser. Das war Sonnleitner. Oh, der war ganz schwer zu nehmen. Ordentlich im Zurückfallen. Wartet hier noch auf seinen ersten Saisontreffer. Vorher waren es 3 an der Zahl in der Liga dazu. In der Europa League gegen Aston Villa getroffen. Der Qualifikation. Daniel Wolf gegen Hoffmann. Ja, und wie knapp da in diesen Zweikampf geht, das ist knapp dran für mich an einer gelben Karte. Schon von der Fußhaltung her, der Ball war nie gesucht und auch nicht gefunden. Das ist für mich gelb. Da rasiert er einfach mal Drahtzahn über den Haufen.
kommt mit einer Ermahnung davon. Wolfgang Klapf, auch er einer der Vorbelasteten, ebenso wie Stanislav, da gibt es einige, Madl, Wolf, Viermann droht eine Sperre bei einer neulichen Verwarnung bei den Wiener Neustädtern. Ja, und auch bei den Wiener Neustädtern ist da Vorsicht geboten, denn der nächste Gegner, der heißt Kapfenberg, auswärts in der Steiermark. Und das ist natürlich auch eine wichtige Partie, vielleicht schon kleine Schlüsselpartie. Wenn man die gewinnen kann, dann werden vielleicht alle Abstiegssorgen erledigt. Auch so sind es nicht wirklich Sorgen, aber man blickt eben deutlich mehr nach unten in der Situation von Wiener Neustadt als nach oben. So, Steffen Hofmann. Jetzt hat er hier schon seinen vierten runden Ball. Zugewartet, kein Vorteil da und darum gibt es dann den Foulpfiff gegen Rapid. Ja, wie unbequem die Niederösterreicher sein können, das haben sie jetzt schon in diesen ersten knapp 20 Minuten wieder gezeigt. Es ist zwar alles hart erkämpft, was an Punkten schon Konto gesammelt wurde, aber die Mannschaft hat diese Qualität, auch wenn immer wieder Abgänge von wichtigen Spielern zu verdauen sind. Polama, Boschkalo. Aber das hat Schimpelsberger ganz clever gemacht. Genau, der richtige Touch an Körpereinsatz. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Köpfiger Stärke hinten versammelt bei den Blauen. Ah, Boschkalo winkt da die eigenen bisschen mit nach vor. Unterstützung beim Vorchecking, es ist so halbherzige Geschichte jetzt, aber mit auch Erfolgserlebnis und dann das Foul von Heikkinen. Natürlich 30 Meter, zwei Mann Mauer reicht hier.
So, war nicht klar, was ein Foul, war die Hand mit dabei. Und Michael Madl. Dimchev ist da, Selkola. Schaut doch mal, wer sich für nächstes Trainingscamp in Sibirien anbieten würde. Drazan vielleicht. Hat ja schon in Bälde dann auch seinen Kader für das Länderspiel gegen Finnland bekannt geben. Sauer. Und Sonntag. Aller für Burgstaller. Ja, vielleicht sogar knapp abseits. Burgstaller. Ah! Zentimeter zirkelt er da sehr gefühlvoll den Ball daneben. Feine Vorarbeit. Ja, da möglicherweise Burgstaller schon knapp vorne oder auch nicht. Sei es drum. Ah, da ist Siebenhandel nicht mehr dran und dann fehlen Zentimeter zur Stange hinein. Wird ja sowieso nicht gegangen, aber kleine Chance zum Kontern für Rapid hier beinahe genützt. Und das ist keine echte Konterchance für die Wiener Neustädter, die hier Brischkalo bedienen, aber der allein auf weiter Flur muss warten und abdrehen. Da hilft dann wirklich bestenfalls ein Generalschnitzer hinten der Rapid-Abwehr, dass da noch was draus werden könnte. Ja, wie zu befürchten. Echter Augenschmaus ist das nicht. Wie zu erwarten. So unangenehm. Wie immer, Wiener Neustadt, sehr defensiv eingestellt, nach vorne da wie dort, noch keine echte Gefahr. So, das große Bibern ist angesagt, Doppelschal bei Peter Stöger, dick eingemummt mit Handschuhen, auch Steffen Hoffmann und die Getreuen draußen, das, was Sie hören, das sind die Rapid-Fans, die sich hier warm singen. Dick eingemummt ist hier schwer gefragt, denn die Sonne verzieht sich mehr und mehr. Klimatischen Verhältnisse sorgen hier für Spielverderber, was gute Laune Fußball angeht. So muss man sich das Ganze hier eben auch hart erarbeiten. Hoffmann. Drazan. Prokopitz. Ja, kurze Variante und dann mit ein bisschen Glück, mit einer schlechten Abwehr zu dieser Schussmöglichkeit gekommen. Tut sich schwer aus dem Spiel heraus, bis auf die Konterchance. Wenig dabei gewesen bei Rapid aus Standards. Auch noch nicht wirklich mehr als Anflug von Gefahr.
mal schauen, wie weit sich da der Gegner herauslocken lässt. Sie sehen, drückende Überlegenheit, doppelt so viel Ballbesitz für den Rekordmeister. Aber von den Tagesvorstellungen her sind die Richtlinien auch ganz klar. Peter Schöttl will ja endlich mit einem Dreier wieder mal ein Jahr für Rapid beginnen. Und mit einer Nullnummer könnte natürlich Peter Stöger ganz hervorragend leben hier. Pohlhammer schnappt sich hier diesen Fehlpass. Dann hilft Burgstaller hinten mit aus. Auch eine Qualität. Das ist Guido Burgstaller, der nicht nur vorne sehr beweglich ist, sehr schwer berechenbar. Einer, der fighten kann, der sich für nichts so schade ist, der an sich kein gelernter Solo-Stürmer vorne drinnen ist. Aber das ist im Augenblick die beste Wahl. Aber ein Foul mit dabei, ein Schubser gegen Sonnleitner, richtig. Aber brandgefährlich war es allemal. Hier zu erahnen nur der Schubser und so war dann der kurze Knall an die Stange nicht ganz so schlimm. Aber immer wieder so kurze Momente, wo Wiener Neustadt vorne auftaucht und solange man selber noch nichts Zählbares vorzuweisen hat, nervt das. Aus Sicht von Grün-Weiß. Grazan. Prokopitz. Und schon steht wieder alles hinten drin. Burgstaller. Aber nichts. Dann Christoph Saurer mit dem Foul. Er wird sich auf alle Fälle auch wieder viel Spielzeit einstellen können. Der erste Schubser war noch harmlos, im zweiten läuft ihm ein bisschen hinten gegen die Beine. Stöck hat schon gemeint, er ist bei mir eigentlich gesetzt, wenn er fit bleibt. So. Kein direktes Freistoßtor von Rapid in dieser Saison. Hoffmann, Drazan. Stehen alle im 16er plus 9 macht 25. Und der passt fast. Aber Jörg Siebenhandel fischt den mit links herunter. Sonnleitner. Der war schon ganz gut. Der war in Ordnung. Steffen Hoffmann zwirbelt den fein über die Mauer mit links. Ein bisschen hat die Richtung noch gefehlt und Siebenhandel war schon richtig unterwegs. Hat schon gesehen, der kommt nicht zu ihm aufs Torhüter-Eck. Der fliegt über die Mauer. Also Abmarsch auf die andere Seite. Und auch den hat er ganz sicher. War zuletzt auch von Willi Ruttensteiner nominiert gewesen für die beiden letzten Qualifikationsspiele in Kasachstan und Aserbaidschan. Ausgespielt. Ala, jetzt auf der anderen Seite. Aber sie schaffen es immer wieder da hinten auch ein bisschen Überzahl zu erzeugen. Und nach vorne jetzt nochmal noch entschlossener. Wiener Neustadt kommt alles mit. Jörg Siebenhandel
einmal hier seine Position in etwa und dann kommt er, ist rechtzeitig da, den Ball vielleicht auch, wenn der noch platzierter kommt. Hat ja im Herbst das erste Goalie-Bundesliga-Tor seit 17 Jahren, seit Otto Konrad erzielt. 80 Meter Freistoß gegen Mattersburg im Burgenland. Dicht. Bleibt dabei, mit 9 Mann wird da hinten verteidigt. Dann 30, 40 Meter. Aber dann gibt es wieder ein kleines Loch. Immer wieder ist es auch Mario Pollhammer, der da die Situation am schnellsten überreißt. Schöner Wechsel jetzt auf die andere Seite. Da muss er was machen. Schuss. Andreas Schicker, Lukas Königshofer. Ah, der war abgefälscht auch noch. Ah, wäre vorbeigegangen. Aber wollte noch irgendwie vielleicht zum Seiten-Out klären. Das ist sich nicht ausgegangen. Eher in seinem 5. Bundesligaspiel. Die Gunst der Stunde Ende Herbstsaison genützt. Abseits. Ah, ja, die Fahne schon oben, zu früh gefreut. Sie war so zeitig oben, dass da niemand mehr reagiert hat. Ganz klar zu sehen hier. Ja, nach mit solchen Situationen muss ein junger Keeper wie Lukas Königshofer klarkommen. Minus 4 Grad der eigenen Vorderleute. Total dominant aus dem Ballbesitz angepasst, nichts zu tun. Wie bleibt man hier ordentlich warm? Safe. Position vom Burgstaller hier ausgemacht. 9 Minuten noch bis zur Pause. Ja, und dann immer wieder so kleine Unachtsamkeiten. Parapit. Und Burgstaller gegen Mark. Burgstaller, da fein gemacht. An Endstation Michael Marbo. Sauger. Da muss er eigentlich nicht mehr pfeifen, den Vorteil. Dann da hat dem Madl genug Zeit, hier den Pass ordentlich an den Mann zu bringen. Das war hier nur eben ein Fehlpass.
kleines Missverständnis hier zwischen Katzer und Drazan. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen nervtötend hier für Rapid, was Wiener Neustadt hier spielt. Die Niederösterreicher schaffen es immer wieder mal, dann ordentlich nach vor zu kommen, zügig, aber ein bisschen Stückwerk. Aber diese gelegentlichen Vorstöße, die sorgen eben dafür, dass Rapid da nicht bereit ist, den einen oder anderen noch aus der Defensive mit nach vorne zu nehmen. Das wird sich dann wohl ändern, wenn es hier noch kälter wird, wenn die letzten Sonnenstrahlen weg sind. Burgstaller. Zu viel des Guten gegen Marbo. Das hat nichts mit dem Rasen zu tun. CF, Kasachstan geboren, Doppelstaatsbürger, deutsch-kasachische, im Sommer leihweise von Hannover gekommen. Der türmt sich ja jetzt auf vor Lukas Königshofer. Teigball. Jetzt gibt's Geld. Absolut zu Recht natürlich. Aber lieber oben runterwischen als hinten in die Beine hinein. Insofern noch die feine Sense ausgepackt. Allemal gelbwürdig. Matthias Mack. Ja, aber nicht vorbelastet. In seinem fünften Saisonspiel. Alles außerhalb vom 16er. Steffen Hofmann. Ah, ein bisschen aufgestützt von Sonnleitner. So knappe 3 Minuten vor der Pause. Geht der Spielstand in Ordnung, dieses 0:0. Eine Konterchance, die Burgstaller knapp am Tor vorbeischiebt. Und ein guter Freischuss von Steffen Hofmann. Das war's aus der Rubrik Rapid-Höhepunkte in dieser ersten Halbzeit bisher. Nein, zwei gefährliche Szenen, die aber schlussendlich abgepfiffen waren. Bei Wiener Neustadt. Stückwerk mehr. Mit Unterstützung auch von Rapid. So, was haben wir alles angeboten? Ja, natürlich haben wir schon gesehen, vorneweg 1000-Füßler-Schuhe und die anderen Waffen, alles am besten heute von den Skifirmen gut zugeschliffen. Aber Standfestigkeitsprobleme gibt es da wie dort eigentlich keine. Das funktioniert gut, insofern war die Entscheidung, hier spielen zu lassen, die richtige. Die Programmnöte sind hinlänglich bekannt der Bundesliga. Es gibt praktisch keine freien Termine, wo man ganze Runden nachholen kann. Man könnte nur einzelne Spiele eben irgendwie an den Mann bringen. Und das wird man eh schon jetzt zweimal tun müssen.
Das ist natürlich unbequem. Ein Aufsetzer hier von FCF, denn auf gefrorenem Terrain, da lässt sich dann schwer abschätzen, wie der Ball wegspringt. Auch Lukas Königshofer ein bisschen überrascht. Sandra Kempmann, trockenen, heißen, stumpfen Rasen oder wenn es nass ist, wieder als er herkommt. Aber das hier, gefrorener Boden, das gibt es eben sehr selten auch bei uns in der Alpenbundesliga. Also heute ja Wiener Neustadt, großes Programm hier, noch nichts Entscheidendes, aber unsere Davis Cupper waren erfolgreich. Alles dazu natürlich in Sport am Sonntag, dazu Roman Kienast zu Gast im Studio. Und hoffentlich der komplette Nachschlag mit allen Toren dann zu dieser Partie, die dann noch folgen mögen im zweiten Durchgang. Wolf. Also so richtig unglücklich wirken beide Trainer nicht. Bei Stöger darf es noch etwas kontrollierter nach vorne gehen. Bei Schöttl wird man wahrscheinlich auch in der Kabine mit anregen, das Risiko zu erhöhen. Man muss nicht mit vier Mann hinten Brüschkalo bewachen. So bleibt es hier bei Feldüberlegenheit, bei optischer Überlegenheit von Rapid und einem 0:0. Burgstaller aus einem Konter und Hoffmann aus einem Freistoß. Das waren die einzigen Möglichkeiten für die Grün-Weißen. Aber noch ist es hier nur ein Punkt da und ein Punkt dort. Erwartet schwer der Gang wie immer und ja, bequem ist das Ganze hier nicht. Es ist bitterkalt, jetzt ist die Sonne auch gleich ganz weg. Und aus diesen minus 4 Grad mit dieser ganz kleinen Brise, die hier ja, zwar noch schwächer geworden ist, aber immer noch zu spüren ist, wird das Ganze wirklich eine höllisch unangenehme Angelegenheit. Kurz hinein für 10, 15 Minuten in eine wärmende Kabine und dann noch einmal ordentlich auf die Zähne beißen. Also 0:0 zur Pause hier in Wiener Neustadt. Rapid hat sich bemüht, hat mehr vom Spiel gehabt. Wiener Neustadt hat nicht allzu viele Glanzpunkte gesetzt. Frenkie unterm Strich, die Höhepunkte in dieser ersten Halbzeit kann man an einer Hand abzählen. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Und der Liga muss sich wirklich was überlegen, weil wir haben jedes Jahr das gleiche Problem. Jedes Jahr fangen wir dann zu diskutieren an, wenn es minus 10 hat und Schnee. Aber das bringt kein Mensch was. Die Zuschauer, die tun mir leid. Das Spiel macht ihn nicht warm. Wenig Chance. Rapid versucht, hast du richtig gesagt, ein bisschen was mehr. Ich habe von Wiener Neustadt nicht viel mehr erwartet. Der Peter hat seine Mannschaft so eingestellt, dass man auf Konto was probiert, aber du kannst keine Schnelligkeit entwickeln auf dem Platz, weil die Jungs, die müssen sich so konzentrieren auf die Standfestigkeit. So, ich sage mal, der Sieger ist eigentlich der Zuschauer zu Hause, weil der hat schön warm. Die erste Chance hat es erst gegeben in der 16. Minute. So lange haben wir warten müssen, bis sich eine Strafraumsituation ergeben hat. Und dann war es eine Doppelchance für Rapid durch Burgstaller und dann ein Schuss von Drazan. Ja, natürlich auch wenig Zweikämpfe. Hier sieht man aber, der Drazan kommt hier ein bisschen im Tempo. Burgstaller gefällt mir sehr gut. Der probiert was und dann kommt eigentlich Drazan noch auf seine schöne, gute Linke zum Schuss. Aber ja, das wäre gut für die Partie, wenn überhaupt Rapid, sage ich mal, in Führung kommt. Weil da muss Wiener Neustadt auch ein bisschen was mehr tun. So ist es natürlich ja, schwer für Wiener Neustadt. Guter Burgstaller ist der auffälligste Mann gewesen bisher in der ersten Halbzeit und er hat auch die beste Chance gehabt, nämlich in der 24. Minute ein schneller Konter. Er ist ein schneller Mann. Wie wäre diese Situation ausgegangen auf einem normalen Boden? Ja, dann kann er natürlich ein bisschen schneller sich wegsetzen bei den ersten zwei, drei Schritten und dann ist er gleich vor seinem Gegner. So
tut das ein bisschen schwer, zum reinzukommen im Sprint. Hier sieht man, die Ballannahme ist hervorragend. Er ist ein guter Techniker, der Junge. Und ja, das ist ein Pech. Wie gesagt, beim vorigen Chance von Drazan, das ist gut für die Partie, wenn ein Tor fällt. Weil so nehmen beide Trainer kein Risiko und so wird das dann für uns auch nicht wärmer. Nächste gute Gelegenheit für die Rapidler nach einem Freistoß von Kapitän Steffen Hoffmann in der 31. Minute. Und da hat sich Jörg Siebenhandel hervorragend ausgezeichnet. Da muss ich noch was sagen, nicht nur die Zuschauer zu Hause sind ein Sieger, aber auch der Teamchef, der Kohler. Weil er sieht mit Siebenhandel heute einen sehr guten Tormann, nicht nur bei dieser Aktion, aber der macht einen sehr sicheren Eindruck. Dieser Freistoß von Steffen Hoffmann hat er hervorragend. Und damit, glaube ich, hat der Kohler ein bisschen wärmer wie wir alle. Jörg Siebenhandel, einer der Shootingstars schon in der Herbstsaison in der Bundesliga. Ist er womöglich auch eine zukünftige Nummer 1 im österreichischen Teamtor? Ja, nichts gegen Siebenhandel, aber was bleibt uns über? Das ist heutzutage bei den Torleuten so wie das Wetter. Eisig, kalt, redet man nicht drüber, da kommt keine echte mehr nach. Wir haben uns jetzt mit Königshofer, Grazai wird wieder gesund und mit Siebenhandel haben wir zwei Jungs, die sich anbieten, aber Lindner, okay, Lindner ist noch dabei. Alme sitzt auf der Bank, wir haben nicht mehr so große Auswahl und wer spielt, wer ist in Form, das ist immer schwierig für einen Teamchef. Ja, und was hat die Wiener Neustadt-Offensive zu bieten gehabt? Nicht allzu viel, erst in der Schlussphase dieser ersten 45 Minuten hat es eine Halbchance gegeben, ein Fernschuss, ein Aufsitzer von Isejew. Ja, die Wiener Neustadt, jetzt sind es endlich einmal mehrere im gegnerischen Hälfte, aber sonst ist nur der Priscalo, der Stürmer, der spielt gegen vier Rapidler und man kann nur den Königshofer so einmal überraschen, weil der Boden so hart ist, aber der Lukas Königshofer ist natürlich auch ein guter Tormann, dass er solche Bälle mit ein bisschen Problemen schon halten kann. Aber ja, es ist normal. Ich habe nicht viel von Wiener Neustadt erwartet, auch bei normalen Bodenverhältnissen und jetzt noch weniger, weil was sollen sie auch? Sie wollen hier den Punkt. Sie haben alles getan, um den Punkt zu machen. Bis jetzt sind sie auf Kurs. Wir brauchen ein Tor, aber das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Es schaut so herzerwärmend, gemütlich schön die Abendsonne hier aus und es ist in Wirklichkeit bitterkalt hier. Das Flutlicht angeschmissen im Stadion und das Thermometer rutscht runter auf mittlerweile -6, -7 Grad in dem Bereich und die Brise, die hat zumindest ein wenig nachgelassen, aber alle hier, nicht nur die 22 Akteure, auch alles, was auf den Bänken, Spielerbänken, Reservebänken, auf den Zuschauer sitzen, sitzt oder steht, muss hier nochmals durchhalten und die beiden, noch hat man ganz gut lachen, einen wärmenden Tee, ein paar gute Ratschläge für die eigenen und dann wird hier wieder eisern um die Punkte gekämpft. Punktevorteile für, aber dafür gibt es keine, für die Tabelle. 0:0 hier der Spielstand und identische Startformationen auch zu Beginn der zweiten Halbzeit bei Wiener Neustadt gegen Rapid Wien. Manuel Schüttengruber in seinem 18. Bundesligaspiel. Noch ohne Fehler. Hoffentlich bleibt so. So, Marcel Koller ist auch schon rechtzeitig wieder da und die Handschuhe passen schon einmal. Er kommt ohne Kapperl aus. Hanke Sotterner Schweizer. Lächeln auch im Gesicht. Die Partie wird es noch nicht gewesen sein, aber da kann ja noch was kommen. Sonnleitner. Bokopitz. Da haben wir Kollege Bichler, den fröstelt es auch ein bisschen um den Ellbogen. Hat jetzt doch auch aufs lange Jersey gewechselt, aber die Handschuhe, die hat er sich noch verkniffen. Leitner, Aller. Burgstaller! Da geht sich genau kein Schuss mehr aus. Auch Siebenhandel tut ihm nicht den Gefallen, da frühzeitig irgendwie schon nach unten abzuschranken.
Mocica. Ja, ja. Das ist ein ordentliches Stück Vorteil laufen lassen. Das versteht auch Peter Schürtl wohl nicht ganz. So, Standards gar nicht dabei gewesen. Daniel Wolf jetzt vielleicht für Wiener Neustadt. Christoph Sauer hat es erwischt. Stoß gibt es dafür Freistoß für sein Team. Ja, er ist vorher dran. So, auch das große Distanz. Das sind deutlich über 30 Meter hier. Vielleicht Michael Madl. Aber nur vielleicht. Sich dann Rapid schon sehr, sehr einfach hier ein bisschen unter Druck setzen. Gibt es das Vorchecking und schon Pats Sonnleitner. Wolf. Alla. Okapets, Hoffmann. Diese Anfangsphase steht wieder ein bisschen weiter heraus. Versucht da schon früher die Passwege von Rapid zu stören. Da braucht man gar nicht stören. Gut. Gut 1000 an der Zahl waren für heute angekündigt aus Hütteldorf. Ja, aber ein bisschen was an Betriebstemperatur lässt sich natürlich mit Gesängen, mit ein bisschen Auf- und Abhüpfen schon bewerkstelligen. Ein Tor würde das Ganze hier natürlich noch deutlich erleichtern, was die wärmenden Übungen angeht. Aber aufgepasst, auch bei Wiener Neustadt, da riecht man mehr und mehr natürlich auch die Möglichkeit, hier mit einem Lucky Punch sogar einen Dreier zu holen. Aber ganz bestimmt eine Anweisung von Peter Stöger, ein bisschen weiter aufzurücken, ein bisschen mutiger sich dem Gegner schon im Mittelfeld entgegenzustellen. Gelingt in dieser Anfangsphase Seitenwechsel. Ruschkalo. Klapf. Stanislav. Mack. Katter mühlt sich dann gegen
mal über Pollhammer. Wieder Pollhammer. Zauerer. Ah, der letzte Pass, der war ganz schlecht. Das war mit der beste Angriff von Wiener Neustadt im ganzen Spiel. Schicker. Sie verfolgt der Hoffmann. Bogopitz. Drazan. Ja, dann steht da ein bisschen die zweite Welle. Pollhammer ab! Und das war die erste ganz wichtige Abwehr von Lukas Königshofer gegen eine Top-Chance der Wiener Neustädter. Ja, trauen sich plötzlich mehr zu. Die Gastgeber. Das Gebrauch, vielleicht auch das Spüren hier, das ist alles andere als überdrüber, was der Gegner zu zeigen, zu bieten imstande war in den ersten 45 Minuten. Aber war gute Abwehr, Lukas Königshofer. Seef mit dem schönen Seitenwechsel hinüber, ganz hinaus und dann aus kurzer Distanz. Wirklich schön zugemacht, Lukas Königshofer, der in seinen ersten vier Spielen ungeschlagen geblieben ist. Zwei Siege, zwei Remis, gerade mal zwei Gegentreffer hat er bisher kassiert. Und die Abwehr, die war richtig wichtig für Rapid. Häkkinen. Drazan. Ah, Idee war gut, Gedanke hat gepasst. Hat schon wieder gelauert, dieser Brüder Burgstaller. Nur 9 Spiele, nachdem er sich ja in einem Testspiel gegen Melk früh schon Kreuzband eingerissen hat, Schienbeinkopf verletzt. Aber in diesen 9 Spielen, die er dann absolviert hat, 4 Tore, 1 Assist. Dekan Schüttel bei Bedarf sich auch noch auf anderen Offensivpositionen aufbieten im Augenblick. 4-2-3-1 und der 1er vorne, das ist Guido Burgstaller. Sehe von der kurzen Stange. Katzer. In diesem Fall war der Eckball einmal links hereingezirkelt von Christopher Drazan. Ein paar bengalische Lichter im Rapid-Sektor, nachdem das nicht nach Choreografie aussieht, kann es auch nicht genehmigt sein.
Prokopitz, Hoffmann. Ja, gelingt auch wenig. Jetzt mal. Im zweiten bleibt er hängen. Herzan für Katzer, Burgstaller. Dieser Burgstaller hat auch die Qualität, da gegen zwei Mann noch den Haken zu setzen, die zwei, drei schnellen Schritte zu machen, den Ball vielleicht doch noch hereinzubekommen. So, leichte Übung. Verunglückte Vorlage von Heikkinen. Und so haben wir einen Debütanten, Lukas Groschorek von den Amateuren, einer der beiden, die Peter Schöttl hochgeholt hat. Muss sich seine Anweisungen hier von Tormann-Trainer Raimund Hedl abholen. Egal, wie auch immer, in Kürze gibt es für ihn Debüt in der Bundesliga. Aber Marbel klebt da die Meter genau in diesem Fall an Danny Ala, der jetzt, glaube ich, hinuntergehen muss. So ist es. Danny Ala macht Platz für den Neuen, für Lukas Groschorek, 20 Jahre jung, an sich gelernter Mittelstürmer, der im Amateurteam bei Zoki Barisic aber offensiv überall eingesetzt worden ist. Dort 5 Tore in der Regionalliga 2 im Cup und heute jetzt also eine halbe Stunde gute Bleibe für ihn. Debüt in der Bundesliga gegen Wiener Neustadt. Au, au, au. Ah, das sind so die kleinen Wehwehchen hier auf diesem sandigen, eisigen Terrain, eisig, hart gefroren, Permafrost schon bald in Wiener Neustadt hier. Und wenn man da natürlich mal ein bisschen durchrutscht, dann ist gleich offen. Ja, er blutet an sich, nur mit dem Stutzen jetzt zugedeckt, also ist es keine offene Wunde mehr, darüber wird wohl jetzt diskutiert. Pflaster ist, glaube ich, keines extra da, das wäre dann noch gefragt, aber er muss warten, im Augenblick einmal ein weniger bei Rapid. Heikkinen rentiert sich nach hinten, nimmt die Position ein. Dann muss sich Drahtzahn da ganz gehörig an der Nase nehmen. Das war zu viel des Guten und dafür gibt es Gelb für ihn. Christopher Drahtzahn, seine 4. gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. Zieht einmal durch. So, Jimblesberger darf jetzt wieder rein. Das, wow. Keine Chance hier auf den Ball. So wie er da durchzieht. Wenn ihm FCF da nicht den Gefallen tut, noch ordentlich drüber zum Springen, sondern kleine Einlage hinterher liefert, dann ist das ganz knapp dran an einem Ausschluss. Auch er schon mit 2 Ausschlüssen in dieser Saison, einmal in der Meisterschaft 2020 in Mattersburg und einmal mit der Cup-Niederlage in Ried. Zweimal gelb-rot war es dort. So, Drahtzahn jetzt auf der rechten Seite und Debütant Lukas Groschorek auf links. Ich hoffe, ich spreche den Namen so richtig aus. Ja, und das Knie, das dürfte jetzt schon nicht mehr ganz regelkonform sein. Das ist jetzt schon eine offene, blutende Wunde bei Schimpelsberger. Der Bluff mit dem Stollen hat gereicht, dass der 4. Unparteiische da ein Auge zugedrückt hat.
Katzer. Leitner. Ah, das ist ein Foul von Schicker. Ah, das Schmerz dann gleich einmal kurz drauf gefallen. Kurzer Reibepunkt, Kniescheibe am Terrain hier. Oh, da hört man Peter Stöger sehr emotional. Bravo Jungs, gut schaut es aus. Also die Dominanz von Rapid in Hälfte 1, die ist weg. Schlecht gespielt auch von Rapid. Hoffmann muss sich hinten lang im Kreis drehen, bis er nur einen Rückpass auf Station findet. Burgstaller hat Wiener Neustadt auch besser in den Griff bekommen als vor der Pause. Beste Möglichkeit nach Seitenwechsel. Die gehört auch den Wiener Neustädtern. Das war der Schuss von Mario Pohlhammer, den Lukas Königshofer so exzellent entschärft hat. Hoffmann. Burgstaller. So, nächster Wechsel bei Rapid, der sich hier ankündigt. Nuhio steht schon unten parat. Und Ratsan hier, Foul gegen ihn. Viel war das nicht gegen Pohlhammer, aber er geht jetzt schon einmal hinaus, sicherheitshalber auch. War schon ein wenig heiß gelaufen, weil das das klingen mag hier heute. Ist der Verdrahtzahn. Er geht, Nuhio kommt. Beiden, die getroffen haben beim 2:0 Erfolg in der Nachspielzeit im ersten Duell hier in Wiener Neustadt. So, das heißt neue Verteilung taktischer Natur der Formation bei Rapid. Burgstaller übernimmt die rechte Seite, Nuio Frontman und links drüben bleibt der neue Lukas Koschorek. Aber vorerst Freistoß hier für Wiener Neustadt. Kommt gar nicht schlecht herein, aber dann zu zentral auf Goli Lukas Königshofer und der Madl hat es da irgendwie erwischt. Ja, die kollidieren einfach, das ist ein normaler Luftkampf. Königshofer ist zuerst dran, hat den Ball, Madl zieht nicht zurück und
Ja, der großgewachsene Königshofer, robust mit seinen 1,92. Der Verlierer in diesem Duell in jeder Hinsicht, Michael Madl. Der diesen Check einstecken muss, während Königshofer Ball und eigene Körperkontrolle ganz sicher hat. Letzter Klaps von ihm, sportlich fair, der Rest muss die Wiener Neustadt Betreuermannschaft regeln. So, Cifci kommt. Serkan Cifci. Für Daniel Brischkalo. Also vorne jetzt eine neue Spitze, keine Änderung in der taktischen Ausrichtung. Im Sommer von den Rapid-Amateuren gekommen, war letztes Jahr noch in der Ostliga zweitbester Torschütze, 21 Treffern. Und hier für ihn vielleicht ganz große Stunde. Madl ist wieder da. Und Rapid hat Eckball. Koschereck und Nohio bauen sich da vor Siebenhandel im Fünfer auf. Steffen Hoffmann. Aber ohne Fehler. Jörg Siebenhandel, 21 Jahre jung. Also derzeit doch tolle Zeit für österreichische Goalies. 1er Leihball in der Nationalmannschaft, alles andere als fix vergeben. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Jeder bekommt hier seine Chancen. Neuen Teamchef, also fast schon, fast noch neu kann man sagen, auch mit dabei. Keine Vorbelastungen hier. Also Jackenkragen ein bisschen höher gestemmt. Feldspieler hat sich jetzt vielleicht noch keiner so dramatisch aufgedrängt, aber Siebenhandel ganz stark und Lukas Königshofer mit auch einer tollen Abwehr. Schicker. FCF. Man hat einfach das Gefühl, 20 Minuten Verschluss, dass in dieser zweiten Hälfte Wiener Neustadt sich leichter tut, um hier Kampf, das Spiel ein bisschen herumzudrehen, ein bisschen zu den eigenen Gunsten in Gänge zu bringen und vielleicht mehr zu machen als den einen Punkt, den man sich bislang hier absolut redlich verdient hat. Jugend drängt vor. Jörg Siebenhandel und Lukas Königshofer. Burgstaller. Wichtiger Wert hinten in der Abwehr bei den Niederösterreichern. Cifci. Cifci immer noch. Hat er ganz fein gemacht und Harald Bichler sieht da nicht gut aus. Nohio Hoffmann, jetzt wieder mal so kleine Konterchance für Rapid. Prokopic. Ah, Verzeihung, der Neue war es. Die 16, die 26. Der Lukas Groschorek. Ja.
zurück. Prokopitz. Hoffmann. Rosorek. Kommt nicht ganz an. Kinnen. Ja, wenig gescheite Idee dabei da bei diesen Angriffen von Rapid. Sehr, sehr statisch. Leicht ausrechenbar. Und dann zwingt man sogar den Rekordmeister Dortmund wieder mit Rückpässen zu hantieren. Kleinen Schubser kann man schon pfeifen. Daniel Wolf gegen Goschurek. Oh, jetzt haben wir alles mit vorne bei Rapid. Zwei Mann hinten. Schiffensberger und Heikkinen. Und Steffen Hoffmann beim Freistoß. Der kommt besser, der kommt besser. Aber auch den hat Siebenhandel. So, und dann schlussendlich ein Foul, glaube ich, von Katzer, das geahndet worden ist. So, was war da alles los? Drei, vier Mann gehen da hoch. Siebenhandel lässt sich nicht irritieren. Ja, und dann das Foul von Katzer, okay. Vorne eine Rapid, der da gelingt, ist das schwer zu sehen. Ich glaube, es war sogar selbst im Bedrängnis Groschereck. Einem eigenen Mitspieler hier vielleicht auch irritiert worden, ein bisschen im Luftduell erwischt. So, die Rapid-Viertelstunde eingeleuchtet auch. Der größte Hoffnungsschimmer bei Rapid, hier noch einen vollen Erfolg einzufahren, ist wohl der Hinweis auf das erste Saisonduell. Hier, als beide Treffer in der Nachspielzeit gefallen sind. Die Formkurve heute, die ist nach Wiederbeginn nach unten abgedriftet. Man hat jetzt nicht das Gefühl, als könne Wiener Neustadt der Qualität her so viel Druck ausüben. Könnte man hier tatsächlich noch den Siegestreffer machen, aber das Selbstvertrauen, das ist gewachsen, das ist mehr geworden. Absolut ebenbürtig in dieser zweiten Hälfte. Zumindest die Heimmannschaft hier Wiener Neustadt, der mit dem einen Punkt sich nicht verbessern könnte. Mit einem Sieg würde man einen Platz gut machen, könnte Wacker Innsbruck vorläufig überholen. Rapid wird ja fast auf alle Fälle die Tabellenführung behalten. Also nur eine Niederlage mit 3 Toren Unterschied dürfte man sich nicht erlauben. Aber das wird sich halt ohnehin nicht spielen. Ein Punkt
Krise, so kurios das klingen mag. Ausbau der Tabellenführung von Pari im Vergleich zu Ried auf einen Zähler Vorsprung. Nach wie vor 0:0 hier. Burgstaller. Zu steil für Hofmann. Prokopitz. Katzer. Prokopitz. Boschek. Safe. Deutlich mehr Schwung gebracht in Hälfte 2. Ja, und dann nochmal Volley-Schussversuch. Wieso nicht? Daniel Wolf. Sarah geschoben. Wahrscheinlich kennt das ja, wie die Stürmer da zu packen, den Ball abzudecken, aber der Ball war schwer, was zu erkennen. Und Eckball. Einmal Pollhammer. Ah, die machen das aber 1:1, 1 gegen 1, gar nicht so schlecht. Es wirkt irgendwie noch frischer bei Wiener Neustadt. Das Beweglichkeit, etwas couragierter auch. Ja, darüber wird man dann vielleicht auch noch zu debattieren haben, ob es die feinen angenehmen Plusgrade in Portugal dann doch nicht waren als ideale Vorbereitung für dieses Match, während Wiener Neustadt als einziger schön brav zu Hause geblieben ist, und gespart hat und sich mit diesen frostigen Temperaturen vielleicht nicht anfreunden, aber zumindest gewöhnen konnte. Ja, Fauler Burgstaller. Das gibt Freistoß für Rapid. Aus guter Position. Steffen Hofmann. Katzer kommt noch vorbei. Er wäre die Variante mit dem linken Fuß. Siebenhandel richtet sich da eine Dreimannmauer her.
steht ziemlich zentral in seinem Tor. Lang oder kurz? Hofmann. Ah, der war abgefälscht und fast drinnen und dann kracht Siebenhandel gegen die Stange und pariert so ganz nebenbei auch noch diesen Ball. Gefährlichste Szene der Oettendorfer. Ah, Seitenwechsel, 83. Spielminute schon. Die Variante, Freistoß von Hofmann. Ah, doch gar nicht abgefälscht, sondern zirkelt den da wirklich über Siebenhandel aufs lange Eck, auf die Stange hin. Bam, fällt der Ball herunter an den Pfosten. Und dann ist er wieder schnell genug da. Schmeißt sich ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf seine Rippen da voll dann noch gegen die Stange und wehrt den Nachschuss ab. Zivcic. So, jetzt liegen zwei Spieler von Wiener Neustadt da. Der eine Wolf, bei dem geht es gleich wieder und das ist Christoph Saurer. Gelb gibt es gegen Heikkinen. Prokopitz. Okay, das war gegen Saurer. Das war noch alles im Rahmen. Und Heikkinen. Okay, das ist gehalten von hinten. Nichts Schlimmes, aber klassisches Textilvergehen auch. Gelb gegen Markus Heikkinen. Seine sechste Verwarnung schon im laufenden Bewerb. Einmal dieser glänzende Freistoß von Hofmann, der war wirklich perfekt revisiert und Siebenhandel, da war er geschlagen. Dann ist er schnell genug zurück gegen den Kopfball von Guido Burgstaller. Ah, das war wieder extra klasse. Er hat aus dem Spiel heraus wenig gezeigt, Steffen Hofmann, aber je einmal pro Hälfte einen toll geschossenen Freistoß hat nicht ganz gereicht. Minuten bleiben noch. So, Hio. Hofmann, Schimpelsberger. Heikkinen. Der stümpert heute aber ordentlich was zusammen. Gerade der Mann aus dem hohen Norden scheint hier besondere Anpassungsschwierigkeiten zu haben. Dem frostigen Untergrund. Seef zum Querschläger, dann Hofmann, Schimpelsberger.
Spiel ordentlich schnell zum Mann mit einem weiten Auswurf. Lukas Königshofer für Nuiu, aber Wiener Neustadt steht schon wieder kompakt hinten. Nuiu. Er bekommt einen Freistoß. Cicales richtig gemacht, Umfällen braucht er ihn nicht mehr, Nuiu da schon so abgedrängt zu haben. War eigentlich schon gut genug, um hier Gefahrenmoment herauszunehmen. Und so bringt er wieder Steffen Hoffmann an einen roten Ball. Wir sind in der 88. Spielminute. Hoffmann. Zu kurz. Schimpelsberger zu hoch. Grün-Weiß wird sich schwer trösten mit einem Ende der Negativserie, was Frühjahrsstart Missglückte angeht. Nach drei Niederlagen zuletzt sieht es jetzt zumindest einen Punktgewinn aus, aber mit diesem einen Punkt wird dann wohl eher nur Wiener Neustadt zufrieden sein. Schreck, Katzer. Ah, schön von Heikkinen für Hoffmann. Katzer, jetzt haben sie es schon ausgespielt. Jetzt braucht es noch eine gute Flanke. Rio. Und der Neue, der Debütant. In der Schlussminute seine erste gute Möglichkeit in der Bundesliga, Lukas Groschurek. Knapp am Meter fehlt hier nur. So, ewig viel Nachspielzeit braucht keiner. Ist auch nicht geboten. Ein paar Wechsel in 2 Minuten vielleicht. Ja, 2 Minuten. So, Rapid lechzt nach einem Déjà-vu. Hoffmann. Und Siemann. Fehlerlos. Einmal von Madl, ein bisschen auf den Rücken gesprungen von Nuiu. 50 Sekunden. Fischel ihn hoch. Alles mit vor. Alles, K, alles. Hinterhofmann nur noch Keeper Königshofer. Und jetzt wagt da hinten keiner mehr auf Abseitsfalle zu spielen. Hoffmann. Ja, der wird nochmal ausgeführt. Da war Saurer zu nah dran. Zieht dafür gelb. Und dann
an der Hand war es auch noch, aber der Abstand hat auch schon nicht gepasst. Also, wofür auch immer die Gelbe hoch verdient für Christoph Sauber. So, das wäre jetzt so, jetzt sind wir schon in der 93. Vielleicht wieder er hier, hat den Nuiu, Steffen Hoffmann. Ein letzter Ball, oh, ein Schubser. Oh, aber er zeigt gleich auf, weiterspielen und dann pfeift er ab. Dann pfeift er ab hier, 0:0, Punkteteilung zwischen Wiener Neustadt und Rapid, aber... Boah, das ist knapp dran an einem Elfmeter. Jetzt kann man vielleicht interpretieren, zuvor Stürmerfoul von Nuhiu. Dann wird auch er gestoßen. Also, wo war das erste Vergehen? Vielleicht können wir das später in den Sport am Sonntag nochmal ordentlich auflösen, ob da noch was gewesen wäre, hätte, wenn und aber. Bester Mann am Platz heute. Keeper Jörg Siebenhandel, ganz starke Vorstellung. Gilt auch für Lukas Königshofer. Eine starke erste Hälfte von Guido Burgstaller. FCF war gut nach Seitenwechsel bei Wiener Neustadt. In Summe hier hat sich keiner einen Sieg verdient gehabt. Rapid war klar besser im ersten Durchgang, aber dann ist auch Wiener Neustadt deutlich mehr aufgekommen, hat sich mehr zugetraut. Die Mannschaft kann mehr als das, was man gezeigt hat. Das war defensiv stark vorneweg. Und wieder mal hat man einem der Titelkandidaten was abgeknöpft hier zu Hause. Ist es für jeden ganz, ganz unangenehm zu spielen. Wiener Neustadt, wieder einen Punkt gemacht. 13 Zähler Vorsprung jetzt auf Kapfenberg. Und nächsten Samstag geht's nach Kapfenberg. Und für Peter Schüttl und den Tabellenführer hat die Woche der wichtigen Spiele mit einer Nullnummer, aber wenigstens einem Punkt begonnen. Jetzt geht's dann los mit den großen Partien, mit dem Derby, mit Sturm Graz, mit Ried und mit Salzburg. Die nächsten Aufgaben bei Grün-Weiß, die haben sie in sich. Also, das war's schon einmal von mir hier. Geht gleich ins Sport am Sonntagstudio zu Boris Jirka, Boris Kastner Jirka. Boris, bitte. Ja, keine Tore, wenig spannende Szenen und klirrende Kälte. Also nicht gerade ein Match, das als extrem unterhaltsam in die Fußballgeschichte eingehen wird. Frankie Schinkel, sein 0:0 unterm Strich war nicht mehr drinnen bei diesen Verhältnissen oder haben die Mannschaften einfach nicht mehr zusammengebracht? Na, erstens einmal ein Kompliment an beide Mannschaften. Sie haben sich gut eingestellt auf diese Bodum. Es war wirklich sehr schwierig. Das sieht man vor dem Fernsehen nicht, aber der Bodum ist nicht einfach. Ja, das ist ein Spiel gewesen, wo ein Standard einmal als Hilfe hineinkommen muss. Stefan Hoffmann hat das probiert. Simon Handel war sensationell heute. Hat seinen Verein, seine Mannschaft, die zwei Punkte eigentlich, oder die drei Punkte, was sage ich jetzt für ein Blödsinn, einen Punkt gerettet. Und im Spiel war nichts drinnen. Beide Mannschaften haben die Technik nicht gehabt. Stefan Hoffmann war im Spiel nicht vorhanden. Er hat seiner Mannschaft nichts Gutes getan mit Pässe oder Burgstaller war in der ersten Hälfte sehr gut. Ja, und von Wiener Neustadt hat man nicht echt viel mehr erwartet. Die haben getan, was der Trainer wollte. Gut stehen, zerstören und versuchen auf Konter. Ja, und dann kommt natürlich schon 0-0 raus. Ja, aber die Überraschung war, dass eigentlich Rapid in der zweiten Hälfte dann doch deutlich zurückgefallen ist und Wiener Neustadt aufgekommen ist. Die waren in der ersten Hälfte dieser, oder in der ersten halben Stunde dieser zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft. Eine hundertprozentige Chance von Pollhammer können wir uns anschauen in der 53. Minute. Da war die Rapid-Abwehr extrem unsortiert, der war da völlig frei hinten. Ja, hier sieht man, der Katze macht es eigentlich gut, er geht rein auf den Kopfball. Aber ja, da hat der Königshofer gezeigt, dass er ein guter Tormann werden kann und hat dann natürlich auch den Ball. Das ist schwierig für einen Tormann. Du kriegst nur ein, zwei solche gegen die und die hat er gehalten. Bei den Wetterbedingungen kalt ist, die Tormann steht nur und dann auf einmal musst du 100% Tor sein. Das hat er hervorragend gemeistert. Peter Stöger, der Wiener Neustadt-Trainer, wird nämlich zufrieden sein mit diesem einen Punkt hier. Ja, Peter Stöger, noch strahlt er nicht, vielleicht weil es so kalt ist, da letztendlich ein Punkt, über den Sie dann nachher, wenn Sie aufgewärmt sind, strahlen können? Ja, wir sind zufrieden, logisch. Also, wir spielen gegen einen Erstplatzierten zu Hause, wir haben einen Punkt gemacht, alles wunderbar. Wie sehr trauen Sie der 53. Minute nach, als Mario Pollhammer eine große Chance hatte, vielleicht sogar drei Punkte heute zu holen? Ja, wir wissen ja, dass man, wenn man gegen eine Mannschaft spielt wie Rapid oder gegen ein Spitzenteam, dass wir nicht 5, 6, 7 hundertprozentige Torchancen kriegen. Wenn du
drei Punkte mitnehmen willst, musst du es machen. Wenn du es hundertprozentig hast und du willst gewinnen, dann solltest du es machen. Wenn du es nicht magst, dann müssen wir mit dem Punkt ja, in Wald auch sehr zufrieden sein. Rapid hat auch Möglichkeiten gehabt, aber das meiste in Wald aus Standardsituationen. Aus dem Spiel heraus haben sie uns nicht wirklich in Bedrängnis gebracht. In Halbzeit 2 hat Ihre Mannschaft dann noch einmal Boden gut machen können, auch optisch. Haben Sie da noch einmal Lunte gerochen? Ja, wir sind gut drauf. Also wir haben, auch wenn wir nur in Österreich trainiert haben und nicht im Ausland waren, haben wir gut trainiert. Meine Mannschaft ist topfit, das haben wir gemerkt. Es hat alles soweit gut funktioniert und wir haben ja auch gewusst, dass der Rapid dann wahrscheinlich noch mehr Risiko nehmen wird und dass wir unsere Möglichkeiten bekommen können. Wir haben dagegen gehalten, das war absolut in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden. Danke. Danke auch. Ja, Wiener Neustadt hat daheim trainiert, war nicht auf Trainingslager, so wie Rapid in der Türkei. War das vielleicht sogar ein Vorteil, dass die Bedingungen hier genau gekannt haben? Jein. Ein Vorteil ist natürlich, dass sie die letzten Zeiten nur auf so einem Boden trainiert haben. Rapid hat in sonniger Portugal auf beste Bedingungen trainieren können. Dann kommst du zurück, dann kriegst du wieder ein bisschen diese Platzschock, sag ich mal. Aber Rapid war trotzdem ein paar Tage in Wien, hat sich ein bisschen gewöhnen können dran. Deswegen jein. Wahrscheinlich zwei verlorene Punkte heute hier in Wiener Neustadt, auch aus der Sicht von Rapid-Trainer Peter Schöttl. Ja, Bernhard, diese Frage gebe ich gleich weiter. Zwei verlorene Punkte, Peter Schöttl heute. Puh, ja, ich denke schon, dass wir viel Spiel mehr gehabt haben, auch mehr Chancen gehabt haben, aber auch Wiener Neustadt hat ja auch eine andere gefährliche Situation gehabt. Ich denke schon, dass wir dem Sieg näher waren, aber wenn der Ball nicht rein will, dann nehmen wir halt nur den einen Punkt mit. Was war das größere Problem? Die defensive Spielweise phasenweise von Wiener Neustadt oder die Kälte oder vielleicht sogar der Boden, der das Spiel auch langsam gemacht hat? Naja, es ist natürlich, wenn man um die Jahreszeit Fußball spielt, dann kommen eben solche Spiele zustande, obwohl der Platz für die Jahreszeit sensationell war. Aber trotzdem merkt man, wenn man nicht den richtigen Halt hat bei den Bewegungen, dann kommt halt kein flüssiges Spiel zustande. Wir haben, denke ich, genug Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen, haben es aber nicht zusammengebracht, auch weil der Jörg Simandl wieder ganz toll gehalten hat. Inwieweit hat sich die Mannschaft auch an ihre taktischen Vorgaben gehalten? Wäre da das eine oder andere mehr möglich gewesen, ein verändertes, ja, vielleicht Offensivspiel phasenweise? Ja, darauf wartet ja Wiener Neustadt. Wir haben gewusst, dass sie über Standardsituationen und über Konter ihr Spiel anlegen werden. Da muss man natürlich aufpassen, dass man ihnen nicht in die Karten spielt. Ja, uns gelingt es halt im Moment nicht, diese Partien irgendwie zu gewinnen durch eine Standardsituation oder durch Ähnliches, wie es die Konkurrenz macht. Dankeschön. Gerne. Ja, Rapid, nicht wirklich gefährlich in der zweiten Halbzeit und wenn gar nichts geht, dann geht es vielleicht mit Standardsituationen, das haben sie auch probiert. Zwei gefährliche Freistöße von Steffen Hoffmann, aber wir haben es schon gehört, Jörg Siebenhandel hat da immer ausgezeichnet reagiert. Den ersten schauen wir uns an, aus der 75. Minute. Ja, der war ja ganz schwer zu sehen, weil er zum Schluss vier Rapidler hochspringen. Aber der Junge war heute in einer Top-Verfassung. Die hätte noch vier Tage weiterspielen können. Ich glaube, er hätte kein Tor bekommen. Ist nicht nur an Rapid gelegen. Sie hätten ein bisschen mehr Druck machen können, aber der Schüttel hat alles richtig gesagt. Warum soll er hier komplett aufmachen und soll er starten mit einer Niederlage? Sie wollten einmal nicht verlieren, das hat man gesehen. Sie wollten nicht unbedingt gewinnen, das hat man auch gesehen. Ja, und beim zweiten Versuch von Steffen Hoffmann war Jörg Siebenhandl schon geschlagen, aber der Rapid-Kapitän hat nur die Stange getroffen und dann hat Siebenhandl wieder super reagiert. Ja, zweimal eigentlich. Ich meine, oder zweimal. Wir brauchen jetzt nicht nur hoch himmeln, weil das erste Mal kann er nichts dafür. Da hat er nur geschaut in der Reaktion. Aber da ist er wieder dabei und da rettet er das Tor von Burgstaller. Ja, das war ja Pech. Burgstaller auch alles richtig gemacht, schön ins Eck, aber da war der Freund Siebenhandl sehr schnell bei der Stange. Jörg Siebenhandl ohne Rücksicht auf Verluste, jetzt steht er bei Christian Dindorfer. Jörg Siebenhandl, drei Aktionen, wo sie im Mittelpunkt gestanden sind am heutigen Tag. War es ein Duell Rapid gegen ihre Person? Naja, wir sind immer noch 11 Spieler insgesamt, die Mannschaft hat auch super gearbeitet, also ist nicht nur meine Leistung. War es etwas zu wenig Beschäftigung, vielleicht, als Sie sich im Vorfeld erwartet haben? Ja, es war sicher ein bisschen weniger. Ich habe mit ein bisschen mehr steilen Pässen gerechnet bei dem Wetter, aber im Großen und Ganzen war es ganz angenehm. Eine Glanz hat natürlich der Freistoß von Steffen Hoffmann, den Sie entschärft haben. Mit welcher rückblickenden Erinnerung? Ja, mit einer guten. Haltet man nicht jeden Tag.
für das trainiert man immer, dass man dann so einen Ball einmal haltet und das ist großartig. Danke. Bitte. Und dann hat es noch eine ganz wichtige Szene gegeben, ganz am Ende, nämlich in der 90. Minute. Elfmeter-Alarm im Wiener Neustadt-Strafraum. War es ein Foul an Atenuio oder nicht? Wir schauen uns diese Szene gleich einmal an. Da möchte ich einmal wissen, wer das Alarm ausgegeben hat, weil ich sehe da überhaupt keinen Alarm, weil erstens macht der Nuiu einen Stürmerfoul, so wie wir es so schön sagen, und dann wird er selber ein bisschen gerempelt. So, hier ist es genauso wie die Partie gewesen, 0-0. Nuiu fault und wird gefault. Jetzt steht, Frankie, nächste Woche das 300. Wiener Derby auf dem Programm. Die Austria hat gestern einmal eine gute Generalprobe abgeliefert mit dem 2-0 gegen Ried. Wie viel Selbstvertrauen hat Rapid jetzt hier aus Wiener Neustadt mitgenommen? Ich glaube, dass der Punkt okay geht. Sie werden sich jetzt, das ist ein ganz anderes Spiel. Sie haben auch andere Platzverhältnisse. Ich glaube, dass so ein Derby kann man nicht mit einer Woche vorher vergleichen. Es ist aber schon wichtig, dass man natürlich punktet. Austria Wien hat natürlich die 3 Punkte jetzt einmal geholt. Die haben auch nicht erwartet, dass Ried so leicht zum Schlagen war gestern. Und jetzt freue ich mich selber schon als Fußballliebhaber auf ein tolles Spiel nächste Woche, weil da steht für einiges wieder am Spiel. Danke, Frenke, wir freuen uns auch. Ja, was hier aus der Tiefkühltruhe in Wiener Neustadt, damit zurück ins gewärmte Sport am Sonntagstudio zum Boris. Ja, ich denke, bis auf eine Frage wurden alle offenen Fragen beantwortet. Die eine ist, wie es beim Tanztraining geht, Frenke Schinkels. Wir werden sehen, wie gut es ihm geht dann in der neuen Staffel von Dancing Stars. Machen wir den Blick auf die Tabelle nach den ersten Spielen dieser Frühjahrsaison, nach den ersten Spielen im Kalenderjahr 2012. Und wir sehen, dass Rapid vorne bleibt, die Austria, grüner Pfeil, leichte Aufwärtstendenz jetzt auf Platz 3. Und eben im Heimspiel von Wiener Neustadt gegen Rapid Wien feiert Christoph Saurer sein Debüt für seinen neuen Verein. Der Mittelfeldspieler wechselte ja im Winter leihweise von den Hütteldorfern zu den Niederösterreichern und soll dort Tomasz Szymkowicz ersetzen. Die Hausherren von links nach rechts spielend, auch gleich mit der ersten guten Aktion in der Partie. Eingeleitet von Mario Pollhammer, der rechts im Mittelfeld beginnt, kommt der Ball dann zu Christoph Saurer und der probiert es einmal aus der Distanz. Rapid beginnt im gewohnten 4-2-3-1-System. Es dauert bis zur 16. Minute, ehe die Gäste das erste Mal gefährlich vor das gegnerische Tor kommen. Zuerst ist es Burgstaller, dessen Schuss wird abgeblockt und Trazan dann im zweiten Versuch schon etwas besser. Nur wenige Sekunden später ist es Mario Sonnleitner, der seinen Kopfball nur knapp neben das gegnerische Tor setzt. Die Grün-Weißen übernehmen in dieser Phase das Kommando. Saurer mit dem Ballverlust. Aller, der den erkrankten Christopher Trimmel in der Startelf ersetzt, mit dem guten Zuspiel in den Lauf von Guido Burgstaller. Und der Stürmer vergibt in Minute 24 die Top-Chance zur Führung von Rapid. Kein Abseits von Burgstaller beim Abspiel von Aller. Marc verliert das Laufduell und Madl wäre wohl nicht mehr an den Ball gekommen. Nach knapp einer halben Stunde Freistoß von Steffen Hofmann und Jörg Siebenhandel mit einer sehenswerten Flugeinlage. Gut angetragener Freistoß, aber ebenso gut die Parade vom Schlussmann der Niederösterreicher. Strittige Szene dann in der 35. Minute. Ecke von Wolf, der Ball kommt zu Schicker, der wieder zurück zu Wolf. Der Ball landet im Tor, aber Schiedsrichter Manuel Schüttengruber entscheidet nach Absprache mit seinem Assistenten auf Abseits. Wolf nach dem Zuspiel von Schicker nicht im Abseits, aber FCF irritiert dann im Abseits stehend die Rapid-Verteidigung, daher wohl richtige Entscheidung. Nach gutem Beginn fehlen Wiener Neustadt die zündenden Ideen. Kurz vor der Pause versucht es jedoch Willi Evseev, der hier an den Ball kommt, mit einem Schuss. Der 19-jährige Deutsch-Kasache muss aber weiterhin auf seinen ersten Bundesliga-Treffer warten.
Zur Halbzeit steht es somit 0:0 zwischen beiden Teams, auch unter genauer Beobachtung von Nationaltrainer Marcel Koller. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine und Wiener Neustadt erwischt den besseren Start. 8 Minuten nach Wiederbeginn, Flanke von FCF, der Ball kommt zu Pollhammer und fast die Führung für die Hausherren in Minute 53. Pruschkalo verpasst die Flanke, der Ball landet bei Pollhammer, der aus Spitzenwinkel am Torhüter Königshofer scheitert. Es dauert bis zur 75. Minute, ehe Rapid den ersten Schuss auf das Tor der Niederösterreicher in der zweiten Spielhälfte bringt. Hofmann mit dem Freistoß und Siebenhandel bleibt weiterhin fehlerlos. Der Ball wohl noch etwas leicht von Verteidiger Sonnleitner abgefälscht. Dies bis dahin die beste Chance für Rapid nach Wiederbeginn. Hinein in die Schlussphase, 83. Minute, Riesenfreistoß von Kapitän Hofmann. Der Ball geht an die Stange, der Abpraller landet bei Burgstaller und auch der scheitert mit seinem Kopfball. Tolle Aktion von Siebenhandel. Der lenkt den Ball von Burgstaller noch klar vor der Linie an die Stange. Die letzte Szene der Partie gehört den Gästen aus Hütteldorf. Der eingewechselte Grozurek verzieht aber in der 90. Minute klar. Am Ende bleibt es beim 0:0 zwischen beiden Teams, ermöglicht für Wiener Neustadt durch die Topleistung von Torhüter Jörg Siebenhandel, wie auch Gegenspieler Guido Burgstaller nach dem Spiel feststellt. Ich glaube, der Unterschied war einfach, dass der Siebenhandel halt sensationell gehalten hat. Ich glaube, dass der heute eine hervorragende Partie gemacht hat und das war halt der Unterschied. Perfekte Ballannahme und Mitnahme. Wieder sehr gut gespielt von Pollhammer für Wolf, Saurer. Rüber zu Willi FCF in der Mitte, hat Pruschkalo den Arm gehoben, da kommt Pollhammer, jetzt kann er abschließen. Ganz starker Auftritt, natürlich keinen optimalen Winkel mehr vorfindet. Königshofer, der alles richtig macht, sehr schnell ist. Hofmann, oh, der war toll! Und Siebenhandel! Burgstaller reklamiert, dass der Ball schon hinter der Linie ist. Und die hatte gleich einen richtig tollen Charakter. Was für ein Freistoß. Dann macht auch Burgstaller nicht viel falsch, aber Siebenhandel ist einfach schnell.